Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, es ist mir eine ganz besondere Freude, heute leider nicht persönlich, sondern durch moderne Technik mit Ihnen verbunden, an der Wallfahrt der nationalen Minderheiten und dem Gottesdienst in der Kathedrale zum Heiligen Kreuz in Oppeln teilzunehmen und zu Ihnen zu sprechen. Zu diesem Anlass überbringe ich Ihnen die herzlichen Grüße von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer. In meiner Tätigkeit als Beauftragter der Bundesregierung für Ausländerfragen und nationale Minderheiten konnte ich bei vielen Begegnungen mit Geistlichen und Gläubigen erfahren, dass der christliche Glauben für die Angehörigen der deutschen Minderheit eine das Leben tragende Bedeutung hat. Deshalb finde ich persönlich es sehr schade, dass die Wallfahrt auf den St. Annaberg vor Ort wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Das wunderschöne Gefühl des Ankommens am Wallfahrtsort ist so dieses Jahr nicht mehr erfahrbar wie in den vergangenen Jahren. Das ist sicher für viele Wallfahrer schmerzhaft. Ich selbst habe im letzten Jahr an der Wallfahrt der nationalen Minderheiten auf dem St. Annaberg teilgenommen. Ich habe dabei nachempfunden, welch außerordentliche Faszination der St. Annaberg ausübt. Schon seit vielen Jahrhunderten wählen Pilger und Gläubige aus ganz Europa diesen Ort als einen wichtigen Bezugspunkt ihres christlichen Lebens. Ich bin überzeugt, man pilgert nicht nur mit den Füßen, sondern insbesondere mit dem Herzen. Und die Herzen werden sich in diesem Jahr auch in der schönen und lebendigen Kathedrale zum Heiligen Kreuz in Oppeln öffnen, in der wir heute Gottesdienst feiern. Wenn räumliche Nähe nicht möglich ist, setzen wir auf innere Verbundenheit. Ich bin sehr froh über entsprechende Initiativen zur spirituellen Vernetzung und zur Übertragung des heutigen Gottesdienstes. Herzlichen Dank an alle, die sich dafür einsetzen. Die Weitergabe eines lebendigen Glaubens als kostbares Gut ist von unschätzbarer und identitätsstiftender Bedeutung und nicht abhängig von aktuell schwierigen Bedingungen. Zur Bedeutung des Glaubens für die Identität des Menschen hat Papst Johannes Paul II. Bei seinem Pastoralbesuch im Jahr 1980 in Deutschland ausgeführt, ich zitiere, über den Wert des Menschen entscheidet letzten Endes das, was er ist und nicht das, was er hat. Und wenn der Mensch seine Würde, seinen Glauben und sein nationales Bewusstsein nur deshalb aufgibt, um mehr zu besitzen, dann muss diese Haltung schließlich zu einer Selbstverachtung führen. Ein Mensch dagegen, der sich seiner Identität, die aus seinem Glauben fließt, aus der christlichen Kultur seiner Väter und Ahnen bewusst ist, bewahrt seine Würde, wird von den Menschen geachtet und zum vollwertigen Mitglied der Gesellschaft, in der er lebt. Der Präsident der Volksrepublik Polen, Andrzej Duda, hat auf dem diesjährigen Neujahrstreffen mit Vertretern nationaler und ethnischer Minderheiten sowie Kirchen- und Konfessionsverbänden diesen Gedanken fortgeführt. Dabei hat Präsident Duda unter Bezugnahme auf die Anerkennung der Andersartigkeit, Vielfältigkeit und der freundschaftlichen Koexistenz als Entwicklungsquelle wie folgt deutlich formuliert. Dieses Treffen erinnert an die historische Dimension unseres Heimatlandes und daran, dass in Polen im Lauf der Jahrhunderte Menschen vieler Nationalitäten, Konfessionen und Kulturen lebten. Hier fanden sie ihren Platz, ließen sich nieder und brachten dabei ihre Traditionen mit. Damit wurden sie zu einem Teil dessen, was wir heute als polnische Kultur bezeichnen. Soweit Präsident Duda. Diese Äußerungen, meine Damen und Herren, werden gerade in letzter Zeit und an einem Tag wie heute mit Leben und Bedeutung erfüllt. Anerkennung der Andersartigkeit und Vielfalt ist mit Respekt vor der Schöpfung die beste Grundlage jeder freundschaftlichen Koexistenz. Dieser Gedanke des heiligen Papstes Johannes Paul II. Möge auch durch die heutige Wallfahrt zum St. Annaberg zu stetiger Brüderlichkeit und christlicher Nächstenliebe beitragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.
Czcigodny księże biskupie, szanowny panie przewodniczący, wierni wszystkich stanów, tytułów i godności. Pragnę wyrazić wdzięczność za zaproszenie przedstawiciela rządu Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w dorocznym wydarzeniu, jakim jest pielgrzymowanie mniejszości narodowych na Górę Świętej Anny. W tym roku, z racji nadzwyczajnych okoliczności, peregrynujemy w symboliczny sposób, to jest łączymy się duchowo. Od 25 lat Góra Świętej Anny jest miejscem, które łączy różnorodność śląskiej ziemi, czyniąc ją przez to bogatszą. Jest małą Jerozolimą, do której pielgrzymują przedstawiciele różnych narodowości, dając przykład współistnienia kultur we wzajemnym szacunku. Paradoksem jest, a może głębszym zrządzeniem opatrzności, że właśnie w tym roku nasze pielgrzymowanie jest niemożliwe z racji stanu epidemii wirusa COVID-19. Jeśli oprzemy się na naszym tysiącletnim dziedzictwie chrześcijańskiej wiary wpisanej w polską państwowość, możemy zauważyć głębszy sens tego zrządzenia. Nie trzeba się bowiem przemieszczać fizycznie, by przeżywać naszą ludzką przynależność i tożsamość pielgrzyma. O wartości idei peregrynacji przypomina nam postać świętego Jana Pawła II, niestrudzonego pielgrzyma świata. Święty Jan Paweł II podczas każdej swej pielgrzymki z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał światu, każdej wspólnocie, jak życie czynić bardziej ludzkim. Dłoń polskiego papieża dostrzegł papież Niemiec, Benedykt XVI, podczas mszy pogrzebowej Jana Pawła II. Pielgrzymowanie do domu Ojca, do naszych korzeni istnienia, do źródeł braterstwa, miłości i szacunku jest tym, co czyni, że możemy czuć się u siebie, nawet oddaleni od naszej ukochanej ojczyzny. W polskim domu jesteśmy świadomi tej prawdy, dlatego z dumą dostrzegamy od lat obecność mniejszości, przyznając im ich należną podmiotowość. Nie bez znaczenia jest fakt, że to dzisiejsze duchowe pielgrzymowanie odbywa się poprzez liturgiczne zgromadzenie skoncentrowane wokół ołtarza opolskiej świątyni. Między katedrą pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego a Górą Świętej Anny jest wiele związków. Czczony w świątyni obraz Matki Boskiej Opolskiej został właśnie na Górze Świętej Anny ukoronowany przez świętego Jana Pawła II podczas pamiętnych nieszporów 21 czerwca 1983 roku. Bardzo dziękuję Jego Ekscelencji, księdzu biskupowi Andrzejowi Czaj, wspomagającym go biskupom i kapłanom za ich posługę i owocną pracę. Jednocześnie życzę, by czynili ten polski dom jeszcze bardziej osadzony na wartościach, które nas jednoczą i wzajemnie do siebie przybliżają. Świadomi, że ojczyznę, która jest daleko, można kochać jeszcze bardziej poprzez miłość do tej, która jest blisko. Życząc owocnego duchowego pielgrzymowania w braterstwie i jedności, przekazuję każdemu z Państwa wyrazy należnego szacunku. Z poważaniem, Błażej Poboży. Liebe Versammelten vor den Bildschirmen, liebe Landsleute. Der 1. Junisonntag ist seit 25 Jahren für die Wallfahrt der nationalen und ethnischen Minderheiten auf dem St. Annaberg vorgesehen und fest im Kalender eingeschrieben. Erst nach der politischen Wende wurde uns ermöglicht, Deutsch zu beten und deutsche Messen zu halten. Und so ist man den Erwartungen der Deutschen und Romas entgegengekommen und entschieden, eine Wallfahrt auf dem wichtigsten Berg der Oberschlesier zu organisieren. Der heilige Berg, der viele Nationen seit Jahrhunderten verbindet, der die Nationen vereint, der zeigt, dass das Miteinander friedlich verlaufen sollte und kann, ist ein Wegweiser für uns. Dieses Jahr sollte eine besondere religiöse Begegnung der Deutschen und des Volkes Roma sein. Die 25. Wallfahrt, und es wurde eine besondere. Es wurde uns nicht gegeben, sich zu der Wallfahrt der Minderheiten auf dem St. Annaberg zu treffen. Dafür haben wir eine einmalige Möglichkeit erhalten, uns in der Kathedrale zu treffen, um die Messe zu feiern und die auch zu übertragen. Wir haben so durch die Landsleute von unseren Organisationen polenweit, aber auch in dem deutschsprachigen Raum in Mitteleuropa erreichen können. Ich möchte allen herzlich danken, die sich eingesetzt haben, dass wir doch gemeinsam beten durften. Einen besonderen Dank richte ich an unseren Bischof Czaja für die feierliche Messe und die ergreifenden Worte.
Ich bedanke mich beim Opelner Fernsehsender TVP3 und bei den Medien des Verbandes für die Übertragungen. Ganz herzlich bedanke ich mich für die ganze Vorbereitung der Wallfahrt beim Pfarrer Peter Tarlinski, dem Bischofsvikar. Durch die Pandemie erleben wir eine neue Dimension der deutschsprachigen Seelsorge. Es ist erfreulich, dass viele Pfarrer durchs Internet die deutschen Messen übertragen haben. Danke sehr. An dieser Stelle möchten wir unseren Seelsorgepfarrer Peter Tarlinski, dem Pfarrer Arnold Nowak und dem Organisten Thomas Friedrich ganz herzlich für den unermüdlichen Einsatz bei den fast 80 täglichen Andachten um 20 Uhr aus Großstein bedanken. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Vertretern der beiden Regierungen, Herrn Professor Bernd Fabricius und Dr. Błażej Poboże, für ihre Grußworte. Ich lade Sie ein, auch bei den weiteren Wallfahrten in Warta, Albendorf, Mariahilf und Triebnitz dabei zu sein. Wir werden auch hier eine Internetübertragung anbieten. Ich wünsche uns allen, dass wir mit Gottes Segen unsere Arbeit zugunsten der deutschen Volksgruppe weiter aufrecht erhalten und tun. Dass wir neue Wege finden, um miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten und unsere sprachliche und kulturelle Identität weiterentwickeln und stärken. Dass wir gesund bleiben und dass wir so viel Kraft haben, um alle Probleme friedlich zu beseitigen. Gott schütze Sie.